Hallo ihr Lieben, ich wollte schon seit Ewigkeiten mal Quarkbällchen machen und das ist bestimmt schon 3 Jahre her. Ich habe es mir schon seit 3 Jahren vorgenommen, weil ich so oft nach diesem Rezept gefragt werde. Oh, liebe Duygu, kannst du mal Quarkbällchen machen? Und ich sage immer, ja, wenn ich Zeit habe, dann mache ich die auf jeden Fall mal. Und jetzt bin ich endlich mal dazu gekommen und juhu. Endlich. Die sind so lecker, die sind so fluffig und saftig und und fettig. Natürlich nicht in Fett getränkt, aber gut, die werden halt frittiert, ne? Theoretisch, jetzt wird die Frage bestimmt kommen, kann man die auch im Backofen machen, aber die schmecken dann halt nicht so lecker. Das muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Also ganz eure Entscheidung. Es geht jetzt direkt los mit den Zutaten und der Zubereitung. Ihr findet das Rezept zum Nachlesen und Ausdrucken wie immer unten in der Infobox verlinkt. Wir brauchen Frittieröl. Ich nehme da immer ganz gerne Sonnenblumenöl. Für den Teig brauchen wir Mehl. Quark. Ich habe Magerquark verwendet. Ihr könnt auch den ganz normalen nehmen. Wir brauchen Eier, Zucker, Vanillezucker, Backpulver und Salz. Für den Teig werden zunächst alle Zutaten bis auf Mehl und Backpulver miteinander vermischt. Ich habe das mit meinem Handrührgerät gemacht und ich kann euch dieses gerne mal unten in die Infobox verlinken, sowie weitere Küchenutensilien, die ich öfter mal verwende. Wenn sich das Ganze zu einer schönen Masse gebildet hat, kommen Mehl und Backpulver hinzu und werden mit dem Knethaken dann einmal richtig gut durchgeknetet, bis sich da alle Zutaten verbunden haben. Am Ende sollte ein klebriger Teig entstehen. Das Öl wird nun auf mittlerer Stufe eures Herds in einem hohen kleinen Topf erhitzt. Dass das Öl heiß genug zum Frittieren ist, erkennt ihr daran, wenn sich solche Bläschen bilden, wenn ihr einen Holzkochlöffel hineintaucht. Ihr könnt auch einen Spieß oder Zahnstocher und ähnliches nehmen. Es sollte nur Holz sein. Jetzt werden aus der Teigmasse so kleine Bällchen geformt. Ich verwende dafür gerne 2 Esslöffel, weil sich der Teig dadurch schön glatt ziehen lässt. Ihr könnt auch einen Eisportionierer nehmen oder das Ganze durch einen Spritzbeutel geben und unten abschneiden. Die Quarkbällchen werden von jeder Seite ca. 2 bis 3 Minuten frittiert, bis sie goldbraun werden, kommen anschließend auf etwas Küchenpapier, damit man das überschüssige Fett los wird. Zum Schluss werden sie dann noch in Zucker gewälzt. Ich habe ganz normalen Kristallzucker genommen. Ihr könnt aber auch einen feineren Kristallzucker nehmen, welcher sich normalerweise besser eignet. Und dann sind sie auch schon servierbereit. Fertig sind die leckeren Quarkbällchen. Ja, ohne Worte. Ihr könnt die, wenn ihr wollt, auch befüllen. Ah, da muss ich euch auch mal erzählen. Das erste Mal, da war ich noch ein Kind, als ich Quarkbällchen gegessen habe, ne, dachte ich, dass die mit Quark befüllt sind. Und habe, während ich die Quarkbällchen gegessen habe, vergeblich auf die Quarkfüllung gewartet. Ehrlich, ich habe nie verstanden, warum die Quark heißen, Quarkbällchen heißen, obwohl kein Quark drin ist. Und dann dachte ich, okay, die haben vergessen, die Füllung da reinzumachen, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, da ist gar keine Füllung drin, sondern Quark ist halt im Teig drin, ne?
Es hat ein bisschen gedauert, bis ich das gecheckt habe. Also eine kleine Story zu den Quarkbällchen. Falls ihr diese mal nachmachen solltet, verlinkt mich gerne mit dem Hashtag CookBakery auf Instagram und Facebook. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!